Hey ihr Lieben, willkommen zu einem Favoritenvideo von mir vom letzten Monat. Ja, der ist schon etwas her, aber ich habe es einfach nicht früher geschafft, ein Video zu drehen. Und ja, fangen wir auch direkt an mit den Beauty-Produkten. Und zwar habe ich diese Foundation hier benutzt. Und vorab, ich habe nicht viel erwartet, weil irgendwie hat sie mich erst gar nicht so überzeugt. Ich hatte mir die mitgenommen. Wir waren auf dem Maybelline-Event und da hatte ich mir die einfach mal mitgenommen zum Austesten. Ich dachte, hey, kannst du dir ja mal eine Chance geben. Und ich finde sie so gut. Ich würde sogar sagen, okay, es ist wirklich schwer, das über die Lippen zu bringen, aber ich finde sie besser als meine Astor Foundation, die ich ja wirklich lange, lange gehypt habe. Das ist das Dream Satin Liquid zart schmelzendes Make-up. Poren wie unsichtbar, unperfektionierter Teint in 10 Ivory. Ich glaube, das ist die hellste Farbe. Ist ja bei Maybelline immer noch relativ dunkel. Und die Foundation finde ich super. Die lässt sich so gut auftragen. Die spendet Feuchtigkeit. Also wenn ihr trockene Haut habt, ist die der Renner. Und ich glaube, die ist auch gar nicht mal so teuer. Und hat auch eine super Farbe. Ist nicht so rosalastig. Also ich mag das eher, wenn es so ins Beige bzw. Gelbe reingeht. Also wisst ihr, was ich meine? Und ja, dafür ist die einfach perfekt und so angenehm auf der Haut, vertrage ich super. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Also probiert es einfach mal aus. Ich bin echt richtig begeistert davon. Und ja, machen wir weiter mit Nagellacken. Und zwar durfte ich mir ein paar Teile bei Misslin aussuchen. Die Marke kennt ihr bestimmt. Also die gibt es, glaube ich, bei Karstadt kann man die auch kaufen. Bei DM gibt es die, glaube ich, nicht. Außer die haben vielleicht so einen kleinen Counter oder so aufgebaut. Aber die haben jetzt nicht so einen großen L'Oreal-Counter oder sowas von Misslin zum Beispiel. Und da habe ich mir zwei Nagellacke ausgesucht. Den einen habe ich übrigens auch drauf. Das ist so ein Nude-Ton, der aber deckend ist. Und das finde ich super, super schön. Und das ist die Farbe 395. Sonst hat er jetzt... Ah doch, hier steht noch ein Name. Beauté Classique. Aha, okay. Ja, kommen wir zum eigentlichen Grund. Ich mag es ja nicht wegen dem Namen, sondern der ist so gut. Und der hier, der dunkelrote, den habe ich als erstes benutzt letzten Monat. Den habe ich ja zum ersten Mal ausprobiert. Und der hält einfach so lange. Und ich finde, bei den roten Farben gerade, also dunkelrot, das hält einfach gerade mal 2 Tage, wenn überhaupt. Und dann hat man direkt so gechippte Nägel. Achso, um zurück zum Thema zu kommen. Der dunkelrote ist in der Farbe Urban Chic 223. Ich fand den Namen auch irgendwie total cool, so Urban Chic. Ich dachte, ja, den musst du haben. Und ja, es ist so ein ganz tolles, ja, dunkelrot. In der Kamera sieht es fast schon schwarz aus. Muss ich euch mal aufgetragen zeigen. Super schön und hält wirklich ultra lange und ist bei dem genauso. Also den habe ich jetzt auch schon ein paar Tage drauf und ja, es ist noch nicht viel getan. Ich muss aber dazu sagen, jetzt kommt mein dritter Nagellack-Favorit für diesen Monat und zwar dieser Überlack hier. Ich habe euch schon mal von dem Überlack erzählt. Ganz früher sah der mal so aus, also vor 2 Jahren oder so. Das ist der Essence Studio Nails Better Than Gel Nails Top Sealer. Und der ist einfach unschlagbar als Überlack. Ihr könnt euch abends um 11 die Nägel lackieren. Macht meinetwegen auch 3 Schichten drauf. Und danach gebt ihr den drüber und in 10 Minuten sind die Dinger bombenfest. Und ich übertreibe nicht. Ja, danach hat er irgendwie sein Design geändert gehabt. Da war das Glas irgendwie durchsichtig und der Deckel war weiß. Und es war erstmal schwer für mich zu erkennen. Ich dachte schon so, nein, das ist aus dem Sortiment genommen, weil der einfach spottbillig ist und so, so gut. Ja, und jetzt habe ich ihn irgendwie wieder in der Form entdeckt. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie stadtabhängig ist, was sie da im Sortiment haben oder nicht. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, ob der bei euch auch so aussieht. Also es ist halt so eine undurchsichtige Flasche. Ja, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Probiert den mal aus. Ich habe den schon ungefähr ja, der halben Menschheit empfohlen. Mein halber Freundeskreis hat ihn schon. Und die finden den auch alle super. Also... probiert ihn mal aus, gerne. Dann habe ich noch eine Body Lotion und zwar von Dove. Da habe ich euch ja schon mal eine vorgestellt mit Pistazienduft. Die fand ich auch so super. Und die ist jetzt mit Shea Butter und Vanilleduft. Also ich meine, das kann ja nun gut sein, oder? Ja, und Geruch, was soll ich dazu sagen? Traumhaft. Also wie man sich Shea Butter und Vanille halt vorstellt. Die cremt, also die pflegt gut. Super für den Winter jetzt. Im Sommer creme ich mich sehr ungern ein. Aber weil die hier so gut riecht, ist das jetzt eine Motivation, sich auch wirklich mal einzucremen. Ja, finde ich super. Kann ich nur empfehlen. Habe ich letzten Monat ununterbrochen benutzt. Dann
habe ich noch zwei Beauty-Produkte. Und zwar einmal einen Lip Liner. Eigentlich sind es zwei, aber ich kann den zweiten nicht finden. Aber ich weiß die Farbe, deswegen, also ich kann ihn euch trotzdem empfehlen, dass ihr ihn mal ausprobiert. Das ist der P2 Perfect Look Lip Liner. Und den habe ich in der Farbe Brown einmal. Das ist die Farbe 020. Und ja, das ist so ein typischer, dieser Kylie Jenner Look im Endeffekt. Dieses, ja, Taupe. Mit so einem leichten Rot-Lila-Stich noch drin. Aber schon sehr braunlastig auf jeden Fall. Der ist sehr, sehr alltäglich, steht auch echt jedem, würde ich behaupten. Und ist auch sehr, sehr günstig. Also könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Und der hält auch wirklich jeden Tag. Also finde ich besser als den Lippenstift. Und genau die gleiche Version von diesem Perfect Look Lip Liner hatte ich auch noch in der Farbe Chocolate mitgenommen. Und da dachte ich erst, den werde ich niemals in meinem Leben tragen. Aber diese 1,50 € dachte ich, okay, kannst du es ja mal ausprobieren. So, was passiert? Ich habe ihn einfach so oft getragen letzten Monat. Also es ist wirklich schon, wie es schon sagt, Chocolate. Also es ist ein Braun. Aber ich finde, es sieht super cool aus. Also, das hat schon krass was von den 90ern und kann auch leicht übertrieben aussehen, wenn euer Augen-Make-up zu krass ist. Aber ich finde es super schön und dazu zum Beispiel so einen hellgrauen Schal. Also ich baue mir da gerade so meine Story drum und es, ja, ich finde es super schön. Also könnt ihr echt mal ausprobieren. Lasst euch nicht abschrecken von der Farbe, weil es wirklich braun ist. Probiert es einfach mal auf den Lippen aus und verteilt es vielleicht mit ein bisschen Lipbalm, dass es nicht mehr so in your face ist. Und finde ich super gut. Ja. So, und dann, hatte ich nicht noch was? Ja, genau, noch ein Produkt. Und zwar ist das auch von Miss Lynn. Ich zeige das jetzt nicht nur, weil die mir das geschickt haben. Ich habe es verdammt nochmal geliebt und deswegen will ich es euch einfach empfehlen. Das ist der Soft Eyebrow Liner Waterproof in der Farbe Taupe. Und ja, wie der Name schon sagt. Okay, es ist ein bisschen schwer auf die Hand zu malen, weil der Wachsanteil relativ hoch ist, was ich auch daran liebe. Ja, es ist halt so ein schöner Taubton und perfekt für meine Augenbrauen, weil ich sehr, sehr dunkle Augenbrauen habe. Aber man sollte niemals zu dunkelbraun oder schwarzen Lidschatten oder so niemals für die Augenbrauen verwenden. Da ist ein Taubton einfach perfekt, weil ich einfach gar keine braun oder rot oder blonden Pigmente in den Augenbrauen habe. Die sind einfach nur so dunkelgrau. Macht das Sinn? Ja, und dafür ist er einfach perfekt. Und den habe ich dann einfach so an den Seiten und hier was. Ich habe ihn auch heute benutzt natürlich. Und einfach so ein bisschen meine Augenbrauen nachgefahren. Und habe das dann einfach hier mit so einem Wingliner von Zu Eva einfach ein bisschen ausgeblendet, dass es ein bisschen natürlicher aussieht. Und ich finde den wirklich, wirklich so gut. Also es ist mein neuestes. Ich dachte eigentlich, ich wäre über diese Augenbrauenstifte hinweg. Aber der hat einfach. Das ist eine Revolution. Okay, das ist übertrieben. Aber er ist echt, echt gut. Jetzt habe ich noch ein Fashion-Favorite. Ich war nämlich auf dem Flohmarkt in Mainz. Da gab es sowas, das heißt Vino Kilo. Da kann man pro Kilo, zahlt man 13 Euro. Und ich habe diese Tasche hier entdeckt. Die hat so einen kurzen Henkel. Und hier so eine Gold-Applikation. Und irgendwie kam die mir so hochwertig vor. Und die ist auch von innen, hat die so helles Leder, sieht man das? Und sieht auch unbenutzt aus. Also ich glaube, die ist wirklich unbenutzt. Die hat zwar so ein bisschen nach Flohmarkt gerochen, aber man hat die ein bisschen gelüftet und dann war das vollkommen in Ordnung. Die hat auch hier drunter noch diese goldenen Cuffs. Und die Marke, die drauf stand, die kannte ich gar nicht. Ich habe einfach mal drauf gelesen und da stand Delvaux. Delvaux klingt französisch. Ja, habe ich mir nichts bei gedacht, habe irgendwie 8 Euro für diese Tasche bezahlt, bin nach Hause gekommen, habe sie gegoogelt, also das Label. Ja, und was ist rausgekommen? Es ist das älteste Label der Welt, sogar noch älter als Louis Vuitton und Co. Und ja, trägt aber nicht so dicke auf und dementsprechend ist das jetzt nicht so bekannt wie Louis Vuitton zum Beispiel. Ich meine, das Logo ist ja, ne, jeder kennt's. Und das ist halt bei der nicht so der Fall, aber ich fand sie super schön und das hat mich dann noch umso eher gefreut, dass ich so ein Schnäppchen gemacht habe. Ich kann euch Flohmärkte nur ans Herz legen, ich sag's euch. Ja, und deswegen war das auf jeden Fall mein Favorit letzten Monat. Und ja, normalerweise zeige ich euch ja immer noch einen Musikfavoriten, aber ich habe letzten Monat keinen bestimmten Song im Kopf gehabt. Ich verlinke euch wie immer meine Soundcloud-Liste. Da könnt ihr einfach mal durchklicken. Also ich habe mega coole Songs gefunden und die auch durchweg gehört. Aber es war jetzt kein bestimmter Song, wo ich jetzt sage, der hat mich sowas von verrückt gemacht. Ja, deshalb
will ich jetzt nicht irgendeinen Song nennen, nur um euch was erzählt zu haben. Aber ich verlinke euch auf jeden Fall die Liste, da könnt ihr gerne mal reinschauen. So, das war jetzt das Favoritenvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal auf meinem Facebook- oder Instagram-Kanal vorbeischaut. Das kommt am Ende des Videos, wird das nochmal eingeblendet, meine Kanäle. Und ja, da bin ich einfach aktiver als auf YouTube. Ich schaffe es im Moment halt leider nicht, mehr als ein Video pro Woche höchstens hochzuladen, weil einfach zu viel los ist in der Uni und dann mit meinem Blog, den ich ja größtenteils betreibe. Also seht mir das nach, aber ja, ich hoffe, ich kann bald direkt das nächste Video für euch drehen und darauf freue ich mich schon. Also macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!